MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Aber komm runter, Leo. Komm runter, bist du da? Ja, ja. Gut. Ja. Das Bild bei WhatsApp, Alter. Du bist so kaputt, ich blende es gleich einfach mal hier ins Video ein. Okay, wir beide... Zauberhaft, Alter. Okay. Wir beide wollten über Fernsehen oder YouTube sprechen. Was guckst du denn so am meisten, Leon? Ich glaube, ich gucke mehr YouTube, aber auch abends irgendwann zum Einschlummern gucke ich auch mal so ein bisschen Fernsehen, ne? Also verständlich. Okay. Und wen guckst du so auf YouTube außer dem Boss halt, Micha? Ja, also... Ich guck schon so ab und zu mal Road to Commander, so mehr oder weniger auch mit den Leuten, mit denen ich so zu tun hab, so bei YouTube. Halt bei dir guck ich vorbei, halt immer so, wenn was... Ich kenne halt auch ein paar YouTuber, die auch immer so über 1000 Abos sind. Guck ich halt auch immer so, wenn was neu ist, erstmal positiv bewerten, immer schön Daumen hoch. Bist du Elotrix-Fan? Boy? Fanboy? Mhm. Nee, kein Fanboy. Gut. Guckst du ihn? Nein. Okay. Wie findest du ihn? Ha, du hast ihn nicht mal gesucht, muss ich jetzt sagen. Weißt du, wie findest du ihn? Okay, war schlecht. Mach weiter. Ja, ich habe ihn nicht mal gesucht. Ja, genau. So muss man immer antworten. Ja. Wenn ich einer fragt, wie findest du Justin Bieber, muss ich sagen, ich habe ihn nicht mal gesucht und dann klatsche ihn meine und rennst weg. Okay, das war übertrieben. Ja, bei mir sieht es so aus. Ja, ich gucke eigentlich ohne Scheiß, ich gucke, glaube ich, gar keinen Fernsehen. Eigentlich fast gar nicht so. Ich würde sagen, 10% Fernsehen, 90% YouTube ungefähr. Ich weiß nicht, abends im Bett ganz selten mal, wa? Ungefähr vor 2 Jahren, wo ich noch nicht YouTube geguckt habe, habe ich immer Fernsehen geguckt. Oder halt, ne, gezockt und dann Fernsehen geguckt. Wie gesagt, jetzt eigentlich nur YouTube. Weil ich finde, ja, auf YouTube, du kannst es dir immer angucken, zu welchen Zeiten du willst. Und immer was du willst, weißt du, Gaming interessiert ja einem ja am meisten, so in unserem Alter, ja. Und ja, nicht nur Gaming. Ich habe auch zum Beispiel, hast du ja vorhin gesehen, Simon Desio habe ich mir angeguckt. Keine Ahnung, Alberto gucke ich öfters. Ja, ich auch. Was guckst du denn sonst noch so? Also du hast ja vorhin schon was erwähnt, irgendwie. Guckst du auch so Real-Life-Leute? Also nicht nur so Gaming-Kanäle? Boah, warte mal. Oder gar nicht so. Ja, auch nicht wirklich so, außer hier paar Mal Alberto oder so, ein paar lustige Sachen von dem angucken, aber wirklich Real-Life gucke ich auch nicht so, halt mehr so Gaming, bin mehr so in der Richtung Gaming und wenn dann Fernsehen, es geht ja auch Richtung Real-Life, ich glaube nicht, dass im Fernsehen ein bisschen Gaming übertragen wird, außer bei Game One. Ja. Wir können ja noch mal ganz kurz das Gameplay ansprechen, das hast du ja spielt, ne? Ja. Und ja, kannst du ja mal erzählen, welche Waffe und so? Ja, das war die Shikom. Ich meine, ich hatte noch keine Aufsätze dafür, weil ich bin ja auf die PlayStation gewechselt und deswegen... Aber es ist, glaube ich, eine 50er Gunstreak, irgendwie sowas. 50 Kills halt nur mit Waffe und ich habe halt keine Basher-Streaks gespielt, also keinen... Also nur die Drohne, Konterdrohne und Orbitalsatelliten, also die Abschussserien, die keine Kills machen. Okay. Ja. Und am Anfang bist du einmal gestorben, glaube ich, ne? Zu 1. Ja, ja. Was war das für eine Gunstreak? 54? 56? Ja, irgendwie da. Irgendwie ja, irgendwie da. So. Ja. Seht ihr dann am Ende. Ein Tod hatte er nach 6 Kills. Könnt ihr euch dann ausrechnen, die ganze Anzahl minus 6 und dann seht ihr das ja am Ende. Wie gesagt, Leute, da würde ich sagen, Leon kann sich verabschieden. War nur ein kurzes Commentary jetzt. Ja. Ne? Und dann Leon. Ja. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Oh, lässig. Schaut mal vorbei als erstes, ne? Ist ja ganz klar, muss natürlich ein bisschen gepusht werden. Er macht auch Videos, so wie ich ungefähr. Lädt auch jetzt öfters mal Live-Commentaries hoch, normale Commentaries irgendwann, denke ich auch, oder? Ja, ich habe eins und bei 200 Aufrufen bei meinem aktuellen, dann kommt ein normales... Ja, 200 Aufrufe, so eine Grenze, das schaust du doch. Komm, das müssen wir überbieten, Freunde, über 200 Aufrufe. Wie gesagt, schaut einfach mal vorbei, ist als erstes in der Beschreibung. Würde mich freuen und ihr natürlich auch. Das heißt... Schaut vorbei, haut rein, Leute. Jo. Bis zum nächsten Mal. Du hast das Schlusswort. Ciao. Jo, haut rein, Jungs. So, meine Freunde, ja, das Gameplay ist ja noch gar nicht zu Ende. Ist uns gerade aufgefallen, ja. Leon ist auch noch am Start. Ja, ja. Genau. Und ja, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter. Leon hatte noch irgendwas zu sagen, ne? Ja, also ich glaube, ich hatte dir mal ein WhatsApp ein Bild geschickt, ne? Aber ja. Ich bin auch auf der Xbox aktiv. Da hat mir mal echt so ein Kerl geschrieben, in Obelix, in dieser Elotrix-Schrift, auch mit diesem kleinen L in einem Namen drin, hat er mir geschrieben, dass er kein Fanboy ist und dass Elotrix ein doofer Spawn-Trapper ist und überall Rechtschreibfehler. Also, wenn du Bock hast, kannst du einfach mal das Bild einfügen. Wäre halt richtig lustig. Die gute alte Spawn-Treppe, ne? Also, ja. Richtig wie eine Treppe geschrieben. Ja, Freunde, es geht jetzt auch noch um die Gamescom. Stimmt's, Leon? Jo, so sieht's aus, meine Freunde. Ja, wir hatten uns gedacht, am Freitag und Samstag der Gamescom sind wir da, oder?
Ja, denke ich mal, da irgendwie um den Dreh, ne? Und wenn ihr wisst, wie das ist mit den Karten, weil ich und Leon holen uns natürlich die Karten. Und muss man sich da jetzt zwei Karten kaufen oder nur eine für beide Tage? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Also wenn ihr irgendwie Bescheid wisst, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Genau, wir werden da sein. Ein paar Clan-Mitglieder werden da sein. Christian vielleicht, also Moschwa77, Leon Cruels, der gerade hier ist in Skype. Ja, hi, nein, genau. Und ja, ein paar andere vielleicht noch. Ich weiß nicht, wer kommt. Shadow kommt noch. Channel 1907 heißt er, glaube ich. Hat auch einen YouTube-Channel. 1000 so viele Abonnenten, weiß ich jetzt nicht genau. Und ja, es werden bestimmt ein paar kommen noch. Kevin kommt, glaube ich, auch aus meinem Clan, der Co-Leader. Ja, schauen wir mal, ne? Können wir uns auch irgendwie treffen oder so? Ich denke, ich kündige das mal auf Facebook an hier. Oder? Wollen wir uns da treffen? Ja. Wir haben uns halt auch überlegt, ob wir da irgendwie schlafen wollen, also ob wir ein Zelt mitnehmen oder so und ja, dann irgendwie vor die Gamescom hocken. Das kommt oder richtig so. Geil, ohne Scheiß. Vor die Gamescom. Wo willst du denn da pennen? Ich war da ja noch nie bis jetzt, muss ich sagen. Du warst ja auch noch nicht da, ne? Nee, war ich nicht. Nee. Ja, ja. Ja, wir müssen erstmal schauen. Ich würde sagen, ich komme im Auto, in meinem AMG, ganz klare Angelegenheit. Ja, meine Freunde, geht ja gar nicht anders, Spaß, Mann. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich packe mein Zelt ein und dann schauen wir mal, wie es läuft. Wenn wir irgendwo zelten können und das Wetter nicht passt, dann chillen wir uns halt irgendwie ins Hotel oder so. Ja, eigentlich Zelt ist auch ganz chillig, weil dann kannst du früh in die Sachen rein, ne? Ja, oder irgendwie unter einer Brücke schlafen oder so. Genau, unter einer Brücke, nehmen die Penner hin, Gesellen, ne? Ein Bierchen mit den Trinken oder so, ein paar schon auf jeden Fall. Geht ja wohl. Pfandflaschensuche, ne? Paar Pfandflaschenjäger sein. So sieht's aus, meine Freunde. Genau, ja, ihr könnt euch das Gameplay jetzt einfach noch bis zum Ende angucken. Ich muss sagen, wir haben jetzt nicht mehr viel zu labern. Ich hinterlege den Rest noch mit Musik, wenn da jetzt noch viel anzuschauen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, schaut bei ihm einfach mal in der Beschreibung vorbei. Würde ihn auf jeden Fall sehr freuen, weil kleinen Push ist natürlich immer gut für kleinere YouTuber. Du hast jetzt wie viele Abonnenten? 200? 212, also ja. Genau, und die 300er Marke hat er ja vor, noch nächsten Monat zu knacken. Das heißt, ja, fleißig abonnieren. Wie gesagt, er macht auch so Commentaries, Live-Commentaries, alles Mögliche. Ja. Und ja, schaut mal vorbei. Du hast ja noch das Schlusswort, das zweite Mal jetzt schon. Boah, das zweite Mal, das ist jetzt echt heftig. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Gameplay noch und hoffentlich legst du da noch irgendwas Geiles hinter, eine chillige Musik oder so, ne? Und haut rein. Aber beruhig dich, Leon. Beruhig dich. Beruhig dich, okay? Beruhig dich. Jackets in, let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art, the way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. Whoa.